Glaubt es mir. Macht mal einen Daumen hoch, wenn ihr uns gut hört. Und gut sehen könnt. Und gut sehen könnt. Daumen hoch, bitte. Und den Push können wir jetzt ausschicken. Yes, jetzt kommt er raus. Oh, danke, liebe Leute. Oh, ihr Technikbanausen, ich weiß. Aber ihr müsst überlegen, dass ihr mit der Technik, also ich verstehe da kein Wort. Für mich ist es das, wenn da jemand, Backend, Front, Server, hier und da. Ich kann sowas nicht. Aber wir geben uns trotzdem, das haben wir, unsere Mitarbeiter haben das jetzt geregelt, der Winston vor allen Dingen. Super. Ton ist hoffentlich auch gut. Bart weg, ja, stimmt, ich muss mich rasieren. Für Winston auch. Nur mal ein bisschen kurz gemacht. Noch nicht weg. Genau. Das sind bei 50.000. Ja, 50.000, dann geht der Bart komplett weg. Das schreibt ihr mit der Technik. Ja, das wissen wir ja trotzdem, dass da Ton ist da. Das ist das Wichtigste, auf jeden Fall das T-Shirt. Das Bild sollte für euch alle auch bald kommen. Ihr habt das schon mitbekommen, 2010er Quiz, aber bin ich mal gespannt, was ihr da so alles wisst. Also für mich, das ist so meine Epoche, wo ich angefangen habe, Musik zu hören, Musik zu lieben. Wirklich so, ich habe das Quiz, ja, also ich könnte das Quiz, ich könnte es sehr weit bringen, sagen wir es mal so. Auch einigermaßen gut. Ohne Winston geht halt nichts, hat einer. Ja klar, der Winston, der kann das, der ist auch jünger als ich, von daher, die können es mit den Computern aus und so. Ich kann nur Enter und Start drücken. Das sind meine Tasten. Aber los geht es, liebe Leute, und erstmal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Und mein Name ist Jan Tauer, ich bin heute der Moderator für den Abend. Und ihr habt ihn schon gesehen und bedanken uns nochmal recht herzlich beim Winston für die Technik. Hallo. Jetzt sieht man deinen Bart auch, wie klasse der geworden ist. Schön. Ist richtig kurz jetzt. Schön. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Heute, wie gesagt, 2010er Musikquiz. Das heißt, Fragen rund um das Thema Musik aus den 2010er Jahren. Und ich möchte euch dann erinnern, ladet weiter fleißig Freunde ein. Für jeden Freund, den ihr einladet, wenn wir nicht live sind, gibt es einen Rettungsring. Und wir haben eine tolle Woche vor uns, weil ich muss sagen, wirklich so viele Tage, und es werden 3 Tage Harry Potter Tage von Montag bis Mittwoch, und nicht nur normale Harry Potter Quizzes, sondern ein richtiger, stimmt's mit uns, ein richtiger falscher Harry Potter Quiz. Richtig oder falsch, Harry Potter Quiz am Mittwoch. Also, wir machen da ein bisschen was Spezielles daraus. Da fragt ihr, was ich am Arm habe. Ja, ich habe heute, oder am anderen, so. Ich habe da Fußball gespielt heute und habe mich natürlich schon auf die Schnauze gelegt. Ja, aber das passiert. Fußball macht ja Spaß. Folgt uns weiterhin gerne auch auf Instagram. Da haben wir heute einen Tipp gegeben, der euch wahrscheinlich heute weiterbringen sollte zum Preispot. Der liegt nämlich bei satten. Jetzt schnallt euch an. Bam! 300 Euro, liebe Leute. Und was sagt der Chat? Seid ihr alle bereit? Ich hoffe es. Jalla, schreibt einer. Ja. Nein. Okay. Herzlich sind da. Erste Frage. Toi, toi, toi. Frage 1. Gibt es ein Video? Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Wer singt Atemlos durch die Nacht? Ist das Helene Fischer oder Lena Meyer-Landrut? Ich habe das dem Winston erzählt, der konnte es fast gar nicht glauben. Nämlich die Dame, die wir suchen, ist eine der bestbezahlten Künstlerinnen auf der ganzen Welt. Das wusste ich wirklich gar nicht. Also pro Konzert verdient sie so viel Geld, will ich gar nicht wissen. Die macht ja auch super Shows, muss man ihr geben. Helene Fischer ist natürlich hier korrekt. Und das wussten wie viele? 11.991, 12.000 Spieler haben wir heute dabei. Schön, dass so viele sich Zeit genommen haben am Samstag. Man hat ja viel anderes geplant, aber eine Viertelstunde Quiz Duell Live hat man noch Zeit. Yeah. Weiter geht's zur Frage Nummer 2. Shape of You ist ein Lied von Ed Sheeran, Luis Fonsi, Rita Ora oder Kanye West. Alles sehr bekannte Künstler, aber Luis Fonsi, der ist ja bekannt durch welches Lied? Durch Despacito natürlich. Despacito, ja. Aber den rothaarigen Balladensänger, das Lied kam übrigens 2017 raus, ist natürlich Ed Sheeran. Das wussten auch die meisten. Ihr kennt euch auch sehr gut. So, Finale schreibt einer. Wo ist dein Bart denn? Ja, wie gesagt, abrasiert. Winstons Bart ist auch weg, den zeigen wir gleich nochmal. Frage Nummer 3. Welches der folgenden ist ein Lied von Rihanna und Eminem? Highway to Hell, Love the Way You Lie, All the Good Girls Go to Hell, Cheap Thrills.
Ja. Da Highway to Hell weiß man auf jeden Fall, dass es nicht ist. Es ist natürlich AC/DC. Richtig. Aber das Lied, was 2010 rauskam von Rihanna und Eminem, war Love the Way You Lie. Ein paar haben wir davon. 2000 haben wir noch. Rettungsring könnt ihr noch benutzen. Und nächste Frage, da gab es den Tipp auf Instagram und da gucken wir uns kurz ein Video an, liebe Leute. Auf welcher Sprache singt er? Japanisch, Koreanisch, Mandarin oder Kantonesisch? Ja, ich würde gern den Tanz machen, aber heute bin ich nicht mehr dazu in der Lage. Völlig fertig vom Fußballspielen. PSY heißt der Sänger, Gangnam Style Lead. Und der ist ein südkoreanischer Rapper, deshalb koreanisch ist natürlich korrekt. Das wussten auch die meisten, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. 733 haben übrigens den Rettungsring benutzt. Wichtig jetzt, dass ihr eure Augen aufmacht, weil es gibt ein Bild vor der Frage 5. Welches Lied ist nicht von ihm? Can't Stop the Feeling, What Do You Mean, Mirrors oder Strawberry Bubblegum? Winston, wen haben wir denn da auf dem Bild überhaupt gesehen? Das war natürlich der gute alte Justin Timberlake. Justin Timberlake, genau. Lieder von ihm sind unter anderem Strawberry Bubblegum, Can't Stop the Feeling und Mirrors. Deshalb What Do You Mean ist nicht von ihm. Eieiei. Rettungsring, liebe Leute. Can't Stop the Feeling. 1000 Leute, das hätte ich nicht gedacht. Strawberry Bubblegum kennt man ja auch. Eieiei. Naja, Rettungsring könnt ihr doch benutzen. Und vor der Frage 6 gibt es einen Sound. Wie geht denn das Lied weiter? I'm blinded by the lights. Now I can't sleep until I see your smile, hear your voice, feel your touch oder taste your lips. Lied ist ja von Weekend. Mm-hmm. 2019 kam das raus, Blinding Lights. Mm-hmm. Und er singt ja, I can't sleep until I feel your touch. Yes. Und das ist auch die richtige Antwort hier. Das wussten die meisten wieder sehr, sehr gut. Ihr gebt uns zusammen in die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring benutzen könnt. Schaut deine Masterpiece. Ja, das war auch. Das stimmt. Vor der Frage 7 gibt es nochmal ein Video. Aus welchem Album stammt dieses Lied? Red, Speak Now, Lover oder 1989? Schreibt einen 90er-Jahre-Quiz, möchten wir auch mal gerne haben. Das werden wir bestimmt auch bald machen. Mhm. Schreibt das gerne auf Instagram. Wir machen ja immer so ein paar Umfragen ab und zu auch. Werden das ab und zu öfter machen, für dass wir ein bisschen Quizzes planen können. Taylor Swift haben wir gehört mit Wildest Dreams. Das kam raus im Jahr 2014. Aber das Album hieß 1989. Ja, da haben wir fast 3000 Leute verloren. Das ist der Pfosten raus nochmal. Noch konnten sie den Rettungsring benutzen. Und den werdet ihr auch für die Frage Nummer 8 brauchen. Jetzt könnt ihr den aber nicht mehr benutzen. Konzentration. Frage Nummer 8. Welches Album hat Adele 2015 veröffentlicht? 30, 21, 19 oder 25? Ja, nur Lieder von 2010, genau, deshalb heißt das Quiz auch so. Adele hat übrigens ihre Alben nach ihrem Alter benannt. Ihr erstes Album war also 19, ihr zweites Album war 21 und ihr letztes war 30. Aber das, was sie 2015 rausgebracht hat, war 25. Und yes. Wir wussten das. 1000, das wussten wir meistens. Fast 2000 haben Rettungsring benutzt. Clever. Scheiße. Sehr, sehr clever. Ja, Frage Nummer 9 sind wir mittlerweile schon angekommen und da möchte ich von euch das hier wissen. Welche Künstlerin heißt bürgerlich Elizabeth Woolridge Grant? Lady Gaga, Lana Del Rey, Rihanna oder Lordi? Lana Del Rey. Ich glaube, eins davon könnt ihr sofort ausschließen, weil Lordi, ist das nicht hier diese finnische Rockband? Ja, und eine Sängerin aus Neuseeland, glaube ich. Oh, okay.
Ja, die Dame, die wir suchen, hat zum Beispiel Young and Beautiful gesungen, Lana Del Rey. Das wussten auch noch die meisten. Gute yes. Arbeit. Sehr, sehr gut. Drei Fragen haben wir noch. Das kann noch ein guter Bot werden. Mhm. Merkt man mehr oder mehr. Vor der Frage 10 gibt es noch mal ein Bild. Hm. Aus welchem Katy Perry Musikvideo stammt denn dieses Bild? Part of Me, Wide Awake, Raw oder California Girls? Und das Interessante mit dem Video, das habe ich auch gesehen, das kam 2012 raus. Da schneidet sie sich die Haare und schließt sich der Armee an im Video. Alright. Und auch wirklich interessant. Gutes Lied. Hört da mal rein. Part of Me ist auf jeden Fall die richtige Antwort. 434 Leute. Das es kann, wird eng. Es wird wirklich eng. Aber ich freue mich auch mal, wenn ab und zu mal so ein größer dabei ist. Na? Vorletzte Frage. Frage Nummer 11. Welches der folgenden ist kein One Direction Album? Up All Night, Take Me Home, One of the Boys oder Midnight Memories? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Ja. Sehr schwer. Sehr schwer. One Direction habe ich überhaupt keine Connection zu. Du, Winston? Nee, ja, überhaupt keine. Nee. Ein Album davon ist auf jeden Fall von Katy Perry und ihr Album hieß One of the Boys. Das wussten aber auch noch die meisten. 226 Leute. Ihr geht mit uns in die letzte Frage. Frage. Vielleicht schon drei Gewinner. Mal schauen. Frage 12 auf jeden Fall. Die kommt hier. Welches der folgenden Lieder wurde zuletzt veröffentlicht? Wrecking Ball Miley Cyrus, Wake Me Up Avicii, Stay With Me Sam Smith oder Take Me to Church von Hozier? Boah, ich bin für Take das ist eine krasse Frage. Wirklich. Wrecking Ball Miley Cyrus kam 2013 raus. Genauso wie Wake Me Up von Avicii. Und genauso wie Take Me to the Church von Austria. Aber Sam Smith, Stay With Me, 2014, deshalb ist das die richtige Antwort. 92 Leute, dann gibt es auf jeden Fall über 3 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Berechnen mal. 3,26 Euro. Gewinner an. Namenlos, Daviorti, Tatra 518, Melonengehirn, Dododo 21, Star of the Quiz, Denise K1510, Quip 187, Markus 031 und MLX 1412. Leute, bitte morgen wieder einschalten. Da haben wir erstmal normales Quiz und dann ein Wochenfinale. Und dann nächste Woche geht es komplett ab. Ich freue mich so auf euch und danke, dass ihr an euch am Samstagabend vor uns seid. Winston, vielen Dank, dass du die Show gerettet hast, vor allen Dingen. Na klar. Wow. Super. Tschüss, bleib gesund. Das war ja mal wieder mächtig schwer. Ja, One Direction, da habe ich auch keine Verbindung zu. Naja, gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt dann die 3 Euro mitnehmen können heute. Mal gucken, was morgen so los ist. Aber da haben sie ja wieder ordentlich technische Probleme gehabt. Ja, das häuft sich in den letzten 1-2 Monaten. Also ist auf jeden Fall nicht mehr zu übersehen, dass es da wohl größere Schwierigkeiten gibt. Na gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt wie ich beim Erstellen dieser Videos.